Und mein Spielerding, das ist dermaßen ausgelastet, das ist nicht mehr feierlich. Gehen wir da runter und darum. Mhm. Meep, meep, meep. Oh, du kommst da gar nicht durch. Ernsthaft? Okay. Warte mal. Ja, sehr gut. Okay, das heißt, wir nehmen jetzt die Ruby-Türme. Okay. Ruby-Türme mal da so hin. Und dahinter dann die... Na, wo seid ihr? Da. Dahinter dann die hier. Und dann müsste zumindest der kleine Kram von denen da weggesnipert werden. Damit ich nicht jedes Mal für einen Big Biter hier runtergelaufen kommen muss. Ja, ist okay. So. Brauch unbedingt mehr Zeug. Achso, und wo wir gerade dabei sind, mach mal hier das alles weg, das alles weg. Da kommen die Roboter. Der Drill da oben ist fertig. Jo, okay, abbauen, abbauen. Dann hätten wir den Drill ganz gerne. Mist. Eine Stufe wäre größer. Wäre besser. So. Genau, das ist okay. Dreh mal hier so um. Schmeiß mal in eine lila Kiste. Und Strom kriegst du auch noch. So, sehr gut. Ah, wir haben schon ziemlich viele blaue, wenn ich das gerade so richtig sehe. Und die wuseln richtig schön rum. Sehr gut. So muss das sein. 82. Kann ich fast von Hand abbauen. Ja. Währenddessen kann ich überlegen, was denn noch so alles ansteht. Also, die Chips sind ein echtes Problem. Vor allem, da ich ja die Chips primär momentan brauche, um die ganzen Roboter auf MK1 zu bringen. Aber wir haben doch jetzt extra Kupfererz und Eisenerz und so weiter alles umgebaut, dass wir das eigentlich durchgehend vorrätig haben sollten. Haben. Ups, das wollte ich nicht. Alles schön wieder da rein. Du solltest eigentlich auch noch die Lackkiste werden später. Aber ruhig später. Und ja, wir haben es vorrätig. Das Problem mit dem Chips sind eher die Kabel. Aber hatten wir nicht gerade bei den Kabeln erst diese tollen neuen Fabriken hingesetzt? Ich guck mal. Also, das hier sieht gut aus. Fabrik. Speedmodul. Das geht ab wie Schmitz Katze. Ich weiß nicht. Alle haben Energiesparmodule und Speedmodul 1 drin. Also ich könnte noch mehr Speedmodule reinhauen, aber ich denke, dann haben wir irgendwann ein Problem mit dem Abtransport. Ich sehe gerade, dass nur die oberen hier schnelle Ärmchen haben. Und die kommt trotzdem einigermaßen hinterher. Ja, wir haben ja die Kapazität von den Ärmchen erhöht. Also dass, wenn sie von der Kiste in die Kiste was legen, dass dann, ne, mehr transportiert wird. Das hat sich definitiv gelohnt. Können wir das nochmal aufstufen? Ja, können wir. Ja, mach mal. So, dann brich mal bitte ganz kurz die Türme ab, weil das dauert viel zu lange. Und die Riesenkiste. Und mein Inventar ist zu gemüllt, weil ich zu viele Sachen abgebrochen habe. Yay. Da, tu rein bitte. Ich brauche keine 400 Plastik. 200 reichen vollkommen. Ich brauche nicht so viele davon. Ich brauche nicht ganz so viele davon. Die ganzen Erze brauche ich nicht. Metall brauche ich nicht. Blei brauche ich eigentlich schon, aber der eine macht das jetzt auch nicht fett. Tin brauche ich... Na, ein Stack von jedem Sonderding reicht. Davon brauche ich nicht so viele. Eigentlich gar keine, weil ich jetzt eigentlich mit den ganz schnellen Armen arbeiten möchte. Wovon du übrigens mal so ein paar bauen könntest. Danke. Raketen brauche ich nicht, nee. Batterien? Laser-Battery. Achso, das ist noch von dem einen Versuch mit dem Lasergewehr, das total doof war. Okay, dann die Blaupause. Brauche ich nicht wirklich. Also ich glaube nicht, dass ich das ganze Ding nochmal bauen werde. Und wenn doch, kann ich es jederzeit einfach, ne? Aber kann ich das von hier aus löschen? Ja. Steckt das dann? Nein. Dann schmeißt das bitte weg.
Weak Capacitor reicht ein Stack. Die Speedmodule 1 hatte ich extra im Inventar, damit ich irgendwelche Fabriken oder so bauen konnte schneller. Das ist okay, aber die Pollution-Module brauche ich nicht. Gates, ja doch. Ah, die Batterien. Die Batterien kann ich... hier da rein tun. Was mich daran erinnert, dass ich noch einen vierten Reaktor bauen wollte, aber dafür fehlten, glaube ich, noch blaue Chips, richtig? Ja, fehlen ein paar. Ja, ist schon mal ein Anfang. So, wir hatten auch die Geschichte hier gebaut. Gucken wir mal, wie die funktionieren. Das sieht nämlich irgendwie aus wie so ein Strommast oder so, das Ding. Also hoffentlich von Robotern gesteuerte Farmen. Das wäre super. Wo bist du? Da. Das ist groß, okay. Setz mal... Hat das Ding in der Mitte? Okay. This field is active. Used area 9. Okay. Und jetzt? du hättest gerne immer... Rubber Seeds? Und du machst Dinge. Gucken, was jetzt passiert. Also jetzt kommt ein Rubber Seed angeflogen. Was passiert? Ugh. Ja, alles wird grün. Nein, das hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Was zur Hölle? Was machst du da? Oh. 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 Der baut die jetzt hier hin. Okay, der Bereich ist doch ein Ticken größer, als ich dachte. Kann ich den Bereich noch anders einstellen? Okay. Also es wird jetzt hier ein bisschen komisch aussehen mit dem halben Wald da drin, aber okay. Bauen wir noch einen davon? Dann bauen wir hier auch noch gleich hin, damit das dann wenigstens symmetrisch ist von dem Ruheport aus gesehen. Also nach da und nach da. Ja, und dann hoffe ich einfach, dass das Ding auch automatisch die Dinger... Das geht schnell. Die fertigen Bäume abbaut. Und dann das Resin in das System reinschmeißt. Dann wäre das super praktisch. So, was noch erforschen? Intelligente, ganz schnelle. Und intelligente, ganz schnelle... Halbe und anderes Gedöns. Und superschnelle. Ja, aber ich... jetzt, da ich die Stack-Size schon wieder erhöht habe und noch einmal erhöhen könnte, glaube ich, brauche ich superschnelle gar nicht. Ja, ich glaube, ich lasse das erstmal. So, was hätten wir noch ganz gerne? Boiler hatten wir schon einmal erhöht. Strom. Also Steam Engines. Ich glaube, Flammenwerfer. Ja komm, lass den ganzen kleinen Kram mal kurz machen, damit er nicht immer auftaucht. Je weniger Sachen in dem Forschungsding drin stehen, desto besser. Weniger Sachen zu verwirren. So, dich hätte ich jetzt ganz gerne. Ich glaube, so hatte ich die positioniert. Flamethrower, das war sehr schnell. So, und hier könnte ich die Größe angeben. Das ist gut. Oh ja, mach mal so. Okay, und dann reiß den kurz ab. Setz den hier hin und mach das Feld auch kleiner. Oh, das geht nicht. Ja. Flammenwerferturm. Der wird auch mies sein. Aber könnte ich mal testen. Anderer Kleinkram? Das ist nicht wirklich Kleinkram. Das ist Kleinkram. So, okay. Du hättest gerne immer 50 davon. Shift rechts, Shift links. Und die da oben. Die da oben. Das geht auch schnell. Kannst du die wieder abbauen? Ja, bau die bitte wieder ab, die außerhalb sind. So sollte es okay sein. Das heißt, die Plantage ist jetzt wirklich nur innerhalb von diesem 2x3 Substation-Block. Ah, das ist gut so.
Also die bitte abbauen, irgendwo wieder einsortieren. Tungstenmauern bauen. Ja, der Rest ist okay. Was ist mit euch? Ihr seid durchgehend ausgelastet. Bessere Schmelzöfen und ein paar mehr davon, ha? Oh, und blauen Ruport. Ja. Ne, lieber Schmelzöfen. Warum mehr Schmelzöfen? Ja. So, die Dinger waren, glaube ich, ein Flop. Die kommen dahin. Oh, und die ganzen gelben Kisten müssten fertig sein. Genau. Ja, das da war auch ein Flop. Also, man nehme Kisten, die zu groß sind für ein ordentliches Muster. Geht das auf? 1, 2, 1, 2. Ja, doch, geht auf. Okay. So, dann schnappe ich mir jetzt Holz und tue Holz da rein. Eigentlich müsste ich jetzt aus allen denen hier lila Kisten machen, damit das ganze Holz raussortiert wird. Ich glaube, das würde klappen. Ah, bin ich mir gar nicht so sicher. Die Sachen erforsche ich nicht. Rocket, nee. Oder so eine Kleinigkeit. Mach das mal. Ich glaube, ich mache das einfach jetzt kurz selber von Hand. So viel Holz wird das ja nicht sein. Das ist eine Menge. Okay, ich sollte vielleicht eine Kiste von den gelben erstmal voll machen. Ah, das ist echt viel Holz. Ach du Scheiße. Gut, also mache eine Reihe mit Holzkisten. Wobei ich die gar nicht voll machen sollte, damit das auch da einsortiert wird, wenn es frei ist. Also ja, es mag später dann ein bisschen ordentlicher sortiert aussehen, aber es ist jetzt eine Heidenarbeit. Könnte man nicht irgendwie das Spieleinventar auch größer machen mit irgendeinem Forschungsding? Die Storage Chests sind so klein. Ja, also definitiv eine gute Idee, mit diesen Dingern hier zu arbeiten. Das ist, ne? Guck dir das mal an, das Treibern. Das heißt, ich mache das immer so halb voll. So. Und ich brauche definitiv trotzdem noch mehr davon. Baue mir bitte. Oh, ich habe gerade 100 blaue Chips. Ja, dann bauen wir lieber so ein Portable Fusion Reaktor Dingens. Genau. Damit ich mir darum weniger Sorgen machen muss. Und 10 Energieschilde, damit ich ein bisschen mehr Schilde habe und ein MK2 Schild gleich bauen kann. Sobald ich was wieder habe. Genau, wieder blaue Chips. Das sind die kleinen Kisten. Ja. Was mit den großen? Hatte ich nicht eben gerade auch große angefertigt? Nö, wollte ich nur. Okay, dann mach die großen bitte. So. Ja, also Plan ist jetzt, ich mache jetzt hier eine ganze Reihe nur mit Holz. Vielleicht sogar auch zwei. Muss ich gucken. Dann fange ich eine Reihe an mit Fuelblocks, damit ich richtig schön übersichtlich auch habe, wie viele Fuelblocks wir gerade haben. Und dass die Fuelblocks alle richtig eingesortiert werden. Und dann kommt jeweils eine Kiste für das Freemail-Kram. Also eine Kiste für die verschiedenen Sondermetalle, eine Kiste für Kupfer und Eisenerz, eine Kiste für, ne, und so weiter. Ah, das ist schweineviel Holz. Alternativ könnte ich auch eine blaue Kiste hier hinschmeißen. Warte, ich könnte hier... Ah, das könnte funktionieren. Ich mache hier unten eine blaue Kiste hin und ich hätte gerne Holz. Und zwar richtig, nicht das Holz. Das, und zwar richtig viel davon. Und dann wird das alles von da oben aussortiert. Und dann, sobald die Kiste voll ist, mache ich... Wow. Sehr schön. Mache ich einfach aus der blauen Kiste eine lila Kiste. Und die Roboter gucken dann, welche Kiste hat denn schon Holz drin? Aha, da oben. Und dann füllt sie von da aus die Kisten auf. Das ist wesentlich praktischer. Das sind echt tierisch viele Roboter. Sehr cool. Gib mir das da. Okay, Problem bei der Theorie. Jetzt ist hier überall noch Holz drin. Das heißt, wenn ich jetzt daraus eine lila Kiste mache, dann
wird es wieder hier reinsortiert. Also brauche ich einfach mehr blaue Kisten. Was? Nein, nein, nicht Shift drücken. So. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. Jetzt werden die Kisten auch noch alle voll gemacht. Und dann kriegen wir das doch hoffentlich mal hin, dass die alle leer werden. Also die da. Shift rechts, Shift rechts, Shift rechts. Was? Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. Boah, alle Roboter auf einem Monitor. Das könnte sogar glatt gleich angehen, wenn das so weitergeht. Gut, dass es keine Gegner gibt, die Flächenangriffe machen können. Alter Schwede. Ich habe echt tierisch viele Bäume gekillt. Hammer.